Ich beginne mit den vollendeten Tötungsdelikten. Hier hatten wir im vergangenen Jahr insgesamt 133 Fälle bei den unter 14-Jährigen. Ich habe das mal verglichen, die über 14-Jährigen in der Bevölkerung, da haben wir 1557 Fälle. Insgesamt haben die unter 14-Jährigen einen Anteil an der Bevölkerung von 12,30%. Die anderen dann eben damit um 87,70%. Bemerkenswert oder hervorhebenswert ist hier eins, das habe ich mal durch eine eigene Studie feststellen können, rund 25% der gewaltsam in Deutschland zu Tode gekommenen Kinder kommen zu Tode im Zusammenhang mit einer Trennung der Erziehungspersonen oder mit einem Streit um Sorge- oder Umgangsrecht. Im Bereich der Prävention, insbesondere sogar auch bei der Verkehrsunfallprävention, spricht man hier von einer Hochrisikogruppe. Das macht deutlich, wie wichtig es ist, Acht zu geben, wenn irgendwo eine Trennung ansteht und Streit um Kinder beginnt. Das sind die Zeiten, wo die Kinder besonders gefährdet sind in Deutschland. Und alle, die mit Kindern dann arbeiten, sollten hier ein besonderes Augenmerk drauf richten, auch im Hinblick auf eventuell erweiterte Suizide. Wenn wir jetzt weitergehen, dann haben wir bei den Misshandlungen 4.204 Fälle im letzten Jahr gehabt. Das war ein Anstieg um 7%. Es sind die Fälle, wo es wirklich um besonders quälende, grausame Gewalt, langfristige Gewalt geht, nach § 225 Strafgesetzbuch. Es sind nicht die Fälle erfasst, wo es um Körperverletzungen geht, die gemeinhin als Misshandlung genannt werden. Das wäre natürlich ein Vielfaches dieser Zahlen. Dann haben wir die Fälle sexueller Gewalt, 14.296 Fälle. Das ist ein Anstieg um 2,64% bei den Opfern. Insgesamt möchte ich eins noch mal hervorheben. Wir machen immer einen Fehler, der mich sehr stört. Wir unterscheiden immer zwischen physischer Gewalt, zwischen psychischer Gewalt und neuerdings auch digitaler Gewalt. Es ist bei allen Fällen Gewalt. Das heißt, Gewalt tut weh, Gewalt verletzt, Gewalt kann sogar unter Umständen zum Tode führen. Und als jetzt gerade die Internetplattform Elysion jetzt gesprengt worden ist, wurde es mir noch einmal bewusst. Diesen Kindern wurde Gewalt angetan und das muss man sich bewusst machen. Vor laufender Kamera wurde ein Kind vergewaltigt. Und irgendein Mensch, der sich daran erregen möchte, mit Täterwillen oder mit Teilnehmerwillen, der lädt sich diese Bilder herunter, er tut dem Kind erneut Gewalt an. Und andere, die es mit ihm teilen, tun diesem Kind Gewalt an. Und insofern können wir nicht trennen. Das Internet vergisst nie. Man kann aber sagen, dass das Dunkelfeld enorm viel größer ist. Es gibt eine Studie der Uni Ulm, die spricht von ungefähr 1 Million betroffene Kinder. Das heißt, in jedem Klassenzimmer sitzen aller Wahrscheinlichkeit nach 2 betroffene Kinder. Das heißt, jeder von uns, auch von Ihnen, kennt betroffene Kinder. Und das heißt, jeder von uns, auch Ihnen, kennt Täter oder Täterin. Das, was die Dynamik von sexualisierter Gewalt wirklich verändert, sind digitale Medien. Das Smartphone ist das ultimative Tatmittel. Besser kann ich es mir nicht backen als Täter oder Täterin. Mit dem Smartphone bin ich immer bei dir. Egal wo du bist, egal was du machst, ich bin auch da. Du willst dich entfernen, ich drohe dir ein bisschen, ich schmeichel dir, ich drohe damit, irgendwelche Bilder von dir zu veröffentlichen. Die digitalen Medien haben das Phänomen Gewalt und sexualisierte Gewalt fundamental verändert und darauf müssen wir als Gesellschaft tatsächlich reagieren. Soziale Netzwerke, Online-Spiele, all das sind paradiesische Zugangsmöglichkeiten für Täter oder Täterinnen, weil sie in aller Regel dort schon ganz viele Informationen über die Kinder sammeln können, die sie, wenn sie das Kind anders kennenlernen würden, gar nicht erst hätten. Die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen ist ein riesiges Problem, über das wir von Innocence in Danger schon seit 15 Jahren sprechen. So eine Plattform wie Elysium hat das jetzt noch mal bestätigt. Es gibt viele Kanäle, über die diese Darstellungen verbreitet werden. Und die Darstellung bedeutet immer, ein sexueller Gewaltakt an einem Kind wurde gefilmt und aufgenommen und wird weiterverbreitet. Und diese Verbreitung bedeutet für Betroffene eine enorm hohe Belastung. Wir müssen mehr aufklären, wir brauchen viel mehr Anlaufstellen für die Betroffenen, die müssen klar finanziert sein und wir müssen auch als Gesellschaft dieser digitalen Steigerung Rechnung tragen. Das bedeutet, wir müssen die Strafverfolger besser ausstatten. Die sind quasi nicht mehr in der Lage, diese Flut zu bewältigen, die täglich auf sie einprasselt. Und ich finde, wir müssen die Unternehmen und digitalen Anbieter in die Verantwortung nehmen, sichere Räume für Kinder und Jugendliche zu schaffen.